Ja, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen, die Sie heute an dieser Veranstaltung Wie können wir biologische Vielfalt in der Stadt erhalten? Mit in Verbindung der Vorstellung des Modellprojektes Wildes Bockenheim an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich freue mich, dass neben vielen, sag ich mal, einfach Privatpersonen, Individuen auch viele Organisationen vertreten sind, die sich diesem Thema, wie erhalte ich Artenvielfalt, nicht nur in der Stadt, sondern ganz grundsätzlich auch mit dabei sind. Alle, die Sie heute präsent sind, gehe ich mal davon aus, gehören zu denjenigen, die Freude an der Natur haben, die Freude an blühenden Wiesen haben, wie sie bei mir im Hintergrund zu sehen sind, und die sich auch dafür interessieren, wie wir blühende Wiesen und mehr Artenvielfalt tatsächlich auch in die Stadt bringen können. Denn genau darum geht es heute Abend. Und wir wollen dabei informieren, wir wollen dabei aber eben auch ganz konkrete Erfahrungsaustausche erlauben und eben konkrete Ratschläge, Empfehlungen auch geben. Mein Name ist Volker Moosbrugger. Ich war bis Ende des Jahres 2020 Generaldirektor bei Senckenberg und bin jetzt genussvoller Rentner. Und in dieser Funktion bin ich noch Sprecher der vom BMBF geförderten Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt, die im Hintergrund da auch sehen, eine Forschungsinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen, wie man den Trend zum Verlust von biologischer Vielfalt eigentlich umkehren kann. Weiterer Organisator dieses Abends ist die Einrichtung, die Sie links unten sehen, nämlich das Senckenberg, die Einrichtung, die eben jetzt auch, sage ich mal, die Infrastruktur für FEDA zur Verfügung stellt. Ich habe das Vergnügen, Sie heute durch den Abend zu führen. Wie eingangs gesagt, die eingangs schon mit dabei waren, möchte ich noch mal kurz wiederholen, wie der Ablauf sein wird. Zunächst hören wir das Grußwort von Rosemarie Heilig, der Dezernentin für Umwelt und Frauen in Frankfurt. Wir freuen uns außerordentlich, werde ich da gleich noch mal sagen, dass sie sich Zeit genommen hat, heute damit mit dabei zu sein. Dann werde ich selbst einen kurzen Einführungsvortrag, so 15, maximal 20 Minuten geben. Und dann steigen wir in eine Diskussion ein mit vier Experten, die sich eben um Erhalt der Artenvielfalt, gerade auch in der Stadt, ganz praktisch bemühen. Wir werden über verschiedene Themen dabei diskutieren und auch Sie werden natürlich nachher dabei zu Wort kommen können und auch mitdiskutieren können. Das werde ich Ihnen dann nachher noch kurz erzählen, wie das dann tatsächlich geht. Was wir erreichen wollen, sind im Wesentlichen drei Dinge, wie ich schon gesagt. Wir möchten Sie informieren, wie notwendig dieses Thema ist, wie wichtig dieses Thema ist. Wir möchten Ihnen zeigen, was alles läuft und animieren, eine stärkere Vernetzung zwischen den verschiedenen Aktivitäten herzustellen und eben Synergien zu schaffen, auch ein stärkeres Movement. Nicht? Wir reden da auch von Biodiversity Mainstreaming. Nicht? Das Thema biologische Vielfalt muss eigentlich bei allen Entscheidungen, ob sie eine Straße bauen, ob sie eine Schule bauen, müssen die eigentlich eine Rolle spielen. Und das Dritte ist natürlich Mut machen, dass sie auch selber aktiv werden. So viel zur kurzen Einführung. Nun würde ich Sie bitten, Frau Heilig, dass Sie Ihr Grußwort halten. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich aus den großen Koalitionsverhandlungen freimachen konnten für dieses natürlich auch sehr wichtige Thema. Zeigt natürlich, dass die Stadt an diesem Thema auch hochgradig interessiert ist. Frau Heilig. Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Moosbrugger. Vielen Dank, dass ich jetzt hier kurz bei Ihnen dabei sein darf. Parallel läuft die erste konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, der neuen Stadtverordnetenversammlung. Wir haben vor einer halben Stunde die neue Stadtverordnetenvorsteherin gewählt, also ist alles ganz spannend. Aber ich bin sehr, sehr gerne hier dazugekommen, weil mir das Thema Artenvielfalt, Vielfalt zu erleben in der Stadt so wichtig ist. Es hat eine große Bedeutung und da jetzt auch zu aktivieren, nämlich jeden Menschen, jede Mitbürgerin, jeden Mitbürger in Frankfurt klarzumachen, wie wichtig die Artenvielfalt hier bei uns in Deutschland, hier bei uns in Frankfurt ist. Denn wenn man über Artenvielfalt nachdenkt, denkt man vielleicht über die Artenvielfalt im Regenwald oder über die Artenvielfalt in der Serengeti nach. Nein,
Es geht uns um die Artenvielfalt hier bei uns vor der Haustür. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich finde das ganz toll, dass das Senckenberg-Institut, Sie, Herr Moosbrugger, mit denen wir arbeiten ja schon viele Jahre zusammen, immer wenn es auch um Baugebiete geht, wenn es darum geht, wo ist denn eigentlich die Artenvielfalt vorhanden? Sie haben gerade gesagt, es ist so wichtig, egal wo man baut, dass man immer berücksichtigt, was haben wir denn für Arten in Frankfurt und wie können wir sie schützen? Darum geht es ja. Und Arten können nur dann geschützt werden, wenn die Ökosysteme geschützt sind. Arten sind nicht zufällig da, sondern immer dann, wenn ein Ökosystem, der Herr Moosbrugger hat so ein schönes Bild in seinem Hintergrund, eine Wiese ist ja schon ein Ökosystem für sich. Und wie wichtig das ist, dass wir diese Vielfalt haben bei den Wiesen, aber auch in anderen Bereichen, das möchte ich kurz schildern, denn wir nehmen als Stadt Frankfurt an einem Projekt teil, das heißt Wildniswagen in den Städten. Und wir hatten da jetzt die letzten 5 Jahre eine tolle Beteiligung von anderen Städten auch noch. Und wir konnten da zeigen, dass Frankfurt doch eine Menge macht. Denken Sie an den ehemaligen Hubschrauberlandeplatz Morris Rose in Bonnamies. Dort haben wir vor 20 Jahren den Beton aufgebaggert, Wasser die Nidder reinlaufen lassen. Und dort finden Sie heute ganz seltene Amphibien. Oder aber denken Sie an den Monte Cervellino, der Müllberg Frankfurts, den wir einzäunen mussten, weil ja natürlich von diesem Müllberg auch Gefahren ausgegangen sind. Und dort ist aufgrund der Tatsache, dass wir dort die Natur sich selber überlassen, zumindest ein Stück weit, heute der Flussregenpfeifer zu Hause, worauf wir natürlich auch besonders stolz sind. Oder denken Sie an die Mainaue, die wir gerade in Fechenheim wieder zurückschaffen. Also wir haben den Main wieder ein Flussbett zurückgegeben, wo wir natürlich erwarten, dass sich dort auch eine große Zahl von Fischen, von Fischarten wieder einstellen werden. Also last but not least, viele Wiesen. Wir haben mittlerweile über 300, fast 400 Hektar bunte Wiesen, auch in der Stadt. Darauf sind wir natürlich stolz, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Grünflächenamt davon überredet werden muss oder überredet wurde, zu sagen, wir wollen auch in den Parkanlagen unbedingt auch bunte Wiesen haben, eine große Artenvielfalt, die ja für unsere Vögel so wichtig sind. Wenn wir jetzt über den Titel nachdenken dieser Veranstaltung Wildes Bockenheim, da fällt mir oder auch den Älteren unter Ihnen vielleicht eher die 68er ein, wo viele Studentinnen und Studenten ja, die Villen in Bockenheim oder im Westend besetzt haben. Aber uns geht es um ein ganz anderes, wildes Bockenheim. Es geht uns darum und mir als Umweltdezernentin sehr stark darum, dass wir erkennen, dass jedes kleinste Fleckchen, und wenn es nur Ihre Blumenkasten am Balkon ist oder vor dem Fenster ist, dass Sie selber sehr, sehr viel dazu beitragen können, dass die Artenvielfalt in Frankfurt gesteigert wird, dass das, was wir haben, erhalten bleibt, also das Ökosystem zu schützen, die heute schon da sind. Denken Sie an den Stadtwald, wo wir zum Beispiel auch Baumstämme stehen lassen, um den Fledermäusen, die ja auch geschützt sind. Wir haben ja hier in Frankfurt von den 20 geschützten Arten Hessens haben wir ja 12 hier in Frankfurt. Das ist doch ein ganz wunderbares Ergebnis. Und so müssen wir weiterdenken und ganz viele Ökosysteme schützen für den Artenreichtum der Stadt. Und dafür möchte ich werben, möchte ich Sie ermutigen. Nehmen Sie ganz viel aus dieser heutigen Veranstaltung mit. Machen Sie Bockenheim, aber auch andere Stadtteile wild von einer großen Artenvielfalt. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen dabei sein durfte. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr spannenden Abend und viel Erfolg bei dem Pflanzen, im Garten oder auch im Balkonkasten, damit die Artenvielfalt in Frankfurt noch viel größer wird. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Heilig. Man merkt, Sie haben da wirklich Herzblut drin in dieser Angelegenheit und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich heute Abend zu uns bewegt haben, trotz der politischen Herausforderungen. Ich denke, wir werden
gemeinsam, und das meine ich jetzt nicht das Senckenberg oder das BMBF-Forschungsinitiative Federn, sondern alle Akteure und Persönlichkeiten, die jetzt heute hier präsent sind, noch eine ganze Menge gemeinsam mit Ihnen hoffentlich in den nächsten 10 Jahren bewegen können. Herzlichen Dank und dann gute Verrichtung. Wir freuen uns, je länger Sie bei uns bleiben, desto besser, aber wir haben Verständnis, dass an der Stelle die Politik ruft. Gut, damit kämen wir zu meinem kurzen Einleitungsvortrag. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie meine Folie sehen können. Es geht also um eine kurze Einführung letztlich in die Thematik, wie können wir biologische Vielfalt in der Stadt erhalten und was passiert eigentlich oder was ist eigentlich mit dem Modellprojekt Wildes Bockenheim tatsächlich gemeint. Und zunächst einmal möchte ich Ihnen einfach mit ein paar Bildern nochmal deutlich machen, was die große Thematik ist. Wir alle sind uns tagtäglich bewusst, wie dramatisch die Klimasituation ist. Dabei wird oft vernachlässigt, dass wir eigentlich eine andere Problematik haben, die noch dramatischer ist. Und da geht es um biologische Vielfalt. Diese Grafik zeigt Ihnen, was man mit biologischer Vielfalt oder Biodiversität meint. Das ist übrigens ein Literaturzitat, auf das ich Sie gerne hinweisen möchte. Ganz spannende, ist schon ein dickes Buch geworden, die sogenannte Das Gupta Review, Englisch, und heißt The Economy of Biodiversity. Ganz wichtiges Buch, das, sage ich mal, künftig eine große Bedeutung haben wird, wie kann man eigentlich auch als wirtschaftlicher Sicht mit Biodiversität umgehen. Diesem Buch ist diese Grafik hier entnommen und macht eigentlich nur deutlich, dass biologische Vielfalt alle Hierarchieebenen von den Genen über die Individuen, Arten, Populationen bis hin zu den Ökosystemen, Räumen, also Biomen, den großen ökologischen Einheiten und der Biosphäre umfasst. Biologische Vielfalt ist also die komplexe Hierarchie des Lebens auf unserer Erde. Und mit dieser Abbildung, die ich einer Studie jetzt von Boston Consult aus dem Herbst letzten Jahres entnehme, soll deutlich machen, warum wir biologische Vielfalt brauchen. Da geht es zunächst einmal für viele von uns, und da zähle ich mich genauso dazu, vor allem um kulturelle Leistung. Wir lieben Kultur, wir lieben Natur. Wir sind ja selber Bestandteil der Natur, insofern ist uns Natur wichtig. Man spricht durchaus auch von Nature Deficit Disorder, wenn Leute komplett ohne Natur aufwachsen. Da gibt es zahlreiche Komponenten, die jetzt mehr auf dieser kulturellen Leistung der Natur liegen und des Lebens, aber bis hin zu sehr ökonomischen Aspekten, nämlich der Erholungsaspekt und der Tourismusaspekt. Das, was uns ebenfalls sehr geläufig ist, sind die ganzen Versorgungsleistungen, die uns die Lebewesen in der Natur liefern. Da geht es um Nahrung, da geht es aber eben auch um medizinische und genetische Ressourcen, da geht es um Rohstoffe. Wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch ein Großteil der Weltbevölkerung zum Beispiel die Energie aus dem Verbrennen von Biomasse erzeugt. Das, was häufig vergessen wird oder weniger bedeutsam gesehen wird, das sind die regulierenden Leistungen. Tatsächlich sind das mit die wichtigsten Leistungen insgesamt, denn die Biosphäre, das Leben, die biologische Vielfalt steuert im Endeffekt alles, was auf der Erdoberfläche abläuft, das Klima, das Wasser, den Sauerstoff, die Bodenbildung, die Erosion. Nicht? Wenn Sie die Biosphäre zerstören, dann kollabiert letztlich das gesamte regulierte System, in dem wir eigentlich existieren. Und dann kann man auch solche Habitatleistungen natürlich beschreiben, die den einzelnen Arten letztlich die notwendigen Lebensräume eigentlich bieten, bis hin auch zu uns Menschen. Also ohne biologische Vielfalt können wir nicht leben. Wenn die biologische Vielfalt abnimmt, heißt es automatisch, diese Versorgungsleistungen, Ökosystemleistungen, wie wir sagen, gehen verloren. Das kann man inzwischen grob auch abschätzen. Volkswirtschaftlicher Wert liegt bei etwa 170 bis 190 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das ist etwa das Doppelte von dem, was wir Menschen selber generieren in unserer globalen Volkswirtschaft. Das heißt, mehr als das Doppelte, was wir Menschen produzieren, holen wir aus der Natur, ohne dafür zu zahlen. Und natürlich, je mehr wir die Natur zerstören, desto mehr fallen diese ganzen Dienstleistungen, Serviceleistungen der Natur für uns Menschen ab. Wie dramatisch das ist, hat vor 2 Jahren oder ein Dreivierteljahr der Weltbiodiversitätsrat, abgekürzt IPBES, der in Bonn seinen Hauptsitz hat,
kommuniziert. Das war das erste globale Assessment, das dieser Weltbiodiversitätsrat veröffentlicht hat und kommt zum Schluss, dass die Aussterberate ja Dutzende bis hunderte Male größer ist, als das, was wir normalerweise als Hintergrundsterben immer haben. Nicht in der Evolution sterben Arten aus, neue entstehen, das, was heute passiert ist, 100 Jahre, viele sagen sogar 1000 Mal mehr als das, was normalerweise als Hintergrundaussterben passiert. 1 Million Arten von rund geschätzten 8 Millionen Arten, also 12 bis 15% der Arten sind vom Aussterben bedroht. 75% der Landfläche sind schwerwiegend verändert, sodass sie eigentlich wenig noch mit Natur zu tun haben. Nicht? Wälder und Feuchtgebiete sind ganz besonders bedroht und auch im Meer haben wir dramatische Veränderungen durch Überfischung, durch Klimaveränderungen und. Und das bringt mich auch zu den Treibern des Artenverlustes. Auch das ist eine Grafik, die diesem Bericht des Weltbiodiversitätsrates entnommen ist. Hier haben Sie die wichtigsten Treiberursachen des Artenverlustes. Das ist eine Nutzungsänderung der Landflächen oder des Meeres. Das ist direkte Ausbeutung, wenn Sie so wollen, der Natur. Das ist Klimawandel. Dann Eintrag von Stickstoff, Phosphor, Schadstoffen, Düngemittel, aber eben auch invasive Arten, die aus anderen Regionen einwandern. All das bezeichnen wir als direkte Treiber, die zum Artensterben führen. Wichtig ist, dass es dahinter sogenannte indirekte Treiber gibt. Und das sind dann eher so politische Themen. Da geht es um die Demografie, Bevölkerungsentwicklung, da geht es um ökonomische, technologische Interessen, da geht es um Governance, wie wir sagen, also letztlich, wie wird ein Staatensystem reguliert? Und es gibt natürlich immer auch die ganzen Zielkonflikte in der Nutzung von Ländern und von Ressourcen. Das heißt, es ist ein hochkomplexes System, was eigentlich diesen Artenverlust hervorruft. Und der schreit geradezu danach, dass wir was tun müssen, und zwar auf allen Ebenen. Und das ist das Beruhigende eigentlich. Anders als beim Klimawandel, alles, was wir lokal tun, hat auch einen lokalen Effekt. Das ist beim Klimawandel ein bisschen anders. Wenn Sie mehr Fahrrad fahren, dann nützt es schon den globalen Klimawandel. Aber wirklich lokal ist der Effekt natürlich minimal. Da bei der biologischen Vielfalt, da wirkt alles, was sich verändert hat, unmittelbar vor Ort auch Wirkung. Und damit komme ich zu dem Projekt Wildes Bockenheim. Damit möchte ich Ihnen einfach ein paar Schlaglichter vermitteln, was hier in Frankfurt insgesamt alles schon läuft, um mehr Natur und mehr Wildnis in die Stadt zu bringen. Ich beginne mal mit der Initiative jetzt aus Feder heraus, die gemeinsam mit Senckenberg um das Senckenberg-Areal gemacht wird. Das ist eine Idee von Dr. Julian Tafner, den Sie nachher auch gleich noch kennenlernen werden, der die FEDA-Forschungsinitiative oder der die zentrale Koordinationsstelle bei uns leitet. Und FEDA hat auch die Aufgabe, dieses Biodiversity Mainstreaming voranzutreiben. Und in diesem Kontext hat der Tafner die Idee, wir starten mal mit einem Projekt, was einen attraktiven Titel hat, Wildes Bockenheim als Beispiel, und versuchen, möglichst viel begeisterte, Ähnlichgesinnte zusammenzubringen. Was gehört dazu? Das erste ist ein sogenannter Wilder Meter. Sie sehen hier den Haupteingang, den jetzigen Haupteingang des Senckenberg-Gebäudekomplexes. Und dieser Bereich hier, das sind im Prinzip 2 Meter, bevor dann dieser Platz beginnt, der sollte ursprünglich ordentlich begrünt werden. Da haben sich dann die Wildnisbegeisterten vehement dafür eingesetzt, dass hier Wildnis bleibt. Und tatsächlich hat sich hier auch in kurzer Zeit eine wirklich wunderbare Blütenwiese auf diesen, ja, das sind schon 150 Meter, nicht, und 2 Meter breit entwickelt mit entsprechenden Insekten. Dazu gehört aber eben auch, dass man versucht, für Tiere letztlich die nötigen Habitate bereitzustellen, neben den Nahrungsmitteln oder den Nahrungspflanzen. Eben geht es da zum Beispiel um Möglichkeiten zu Nisten, insbesondere für bodennistende Insekten, zum Beispiel solche Art Sandhügel oder die bekannten Insektenhotels, die verschiedentlich durchaus diskutiert werden, wie hilfreich sie sind. Wir sind aber schon überzeugt, dass in der Stadt
sehr, sehr hilfreich sein können. Da geht es natürlich auch letztlich um Nisttesten für ganz viele verschiedene Vogelarten. Auch hier wird es immer darum gehen, dass man eine Diversität fördert. Und insbesondere geht es uns dabei um dieses ganze Thema Outreach, also eine Information bereitzustellen und Leute zu beraten, zu unterstützen, die, sag ich mal, in ihrem Stadtteil, in ihrer Region, in ihrem Umfeld sich für Wildnis einsetzen wollen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Aktivitäten, die gesteuert werden von den Akteuren, mit denen wir nachher die Diskussion machen werden. Da ist zunächst mal der BUND mit seinem Blumenwiesenprojekt, wo es darum geht, Neuanlagen im Rahmen von Mitmachaktionen zu starten in verschiedenen Stadtteilen. Das sehen Sie hier, das läuft seit 20 Jahren. Und da werden auch gleich Punkte angesprochen, die dabei besonders wichtig sind, wie eben die Pflege, die muss eben auch naturnah sein oder naturverträglich, wildnisverträglich sein. Keine Mulchmaat, sondern eben eine Staffelmaat, Altgrasstreifen, alles Themen, über die wir nachher sicher noch reden werden. Dann gibt es hier ein neues großes Verbundprojekt, das im Rahmen von FEDA, also der Forschungsinitiative, zum Erhalt der Artenvielfalt läuft, abgekürzt SLIN-Bio. Da geht es um städtische Lebensziele und die Inwertsetzung von Biodiversität. Wie kann ich Biodiversität und die typischen städtischen Lebensstile in Übereinklang bringen und so gestalten, dass letztlich eine naturnahe Entwicklung auch in einer Stadt möglich ist? Da sehen Sie zahlreiche Partner. Federführend ist das Institut für sozialökologische Forschung, da ist die Goethe-Universität beteiligt, der Palmengarten beteiligt und auch das Grünflächenamt, Fraport, der NABU. Und eines der größeren Teilkomponenten, die jetzt in diesem Jahr noch beginnen, ist der Umgestaltung des Goethe-Gartens im Palmgarten, der eben vom Palmgarten gemanagt wird. Da geht es einerseits um das Beobachten von insektenfreundlichen Lebensräumen, da geht es um das Lernen über Tiere und Pflanzen, über Insekten und ihre Lebensweisen und da geht es auch natürlich um die Animation, sich selbst in irgendeiner Form zu engagieren, eben gerade auch bei sich vor Ort in der eigenen Wohnanlage. Das dritte ist eine Initiative, die in dem Stadtteil läuft oder gestartet wurde, in dem auch ich wohne, nämlich am Riedberg, ein ganz neuer oder vergleichsweise neuer Stadtteil. Da gibt es noch größere Restflächen von Streuobstwiesen und da hat sich die Klimaschutzinitiative Riedberg, KIR, bereit erklärt, zusammen mit der IG Riedberg sich darum zu kümmern, tatsächlich diese Streuobstwiesen zu pflegen und aufzumörteln, sodass sie tatsächlich auch von biologischem Nutzen nachher sind und Vielfalt Wildnis dann auch erlauben. Bei Senckenberg gibt es seit über 10 Jahren ein Projekt Schmetterlingswiesen, das mal in Dresden in Sachsen begonnen hat, jetzt ausgeweitet wird auf Insektenwiesen in Hessen. Und da geht es schon darum, den Verlust von Lebensräumen in Gesamthessen zu reduzieren mit einem sogenannten Citizen Science Projekt. Auch hier wird es darum gehen, veränderte Maat durchzusetzen in Lebensräumen und eben dann stattdessen Insektenwiesen zu etablieren, die eben auch gemonitort werden, die permanent beobachtet werden, eben über Citizen Science, sodass man tatsächlich auch sieht, welche Insekten sich dann neu ansiedeln. Und dafür wird es auch ein eigenes Portal geben, Insekten Hessen, wo man sich dann engagieren kann. Und schließlich noch mal ganz zum Schluss ein kurzer Blick auf die Stadt Frankfurt. Nicht Rosemarie Heilig als Umweltdezernentin hat ja vehement dafür schon geworben. Das ist ihre Broschüre, Wiesenstauden, Schmetterlinge, mehr Artenvielfalt in die Stadt. Das bezieht sich auf diese Aktion Wiesen für Insekten, die seit 2013 sehr erfolgreich läuft und die jetzt so knapp 400 Hektar in dieser Aktivität letztlich betreuen. Soweit meine kleine Einführung. Damit wäre ich am Ende und würde jetzt überleiten in unsere Diskussionsrunde, wo es um Möglichkeiten und Grenzen des Artenschutzes in der Stadt gehen soll, und zwar Einblicke in die Praxis.
Ich selbst werde das moderieren. Dabei ist Volker Bannert, der Vorsitzende des NABU Frankfurt, dann Dr. John Dippel, Vorsitzender des BUND Kreisverbandes Frankfurt, Ina Mirell, die Vorsitzende der jungen Klimaschutzinitiative Riedberg e.V. und Dr. Indra Starke-Ottig als Vertreterin von Senckenberg, die auch Koordinatorin der Biotopkartierung der Stadt Frankfurt ist. Das sind die vier Akteure, die jetzt mit mir ein bisschen diskutieren werden, sondern ja, 20 bis 30 Minuten. Und dann würde ich die zentrale Chefetage bitten, dass wir diese vier Persönlichkeiten nun ins Bild nehmen. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass Sie spontan sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen und für diese Aktivität Wildnis in die Städte zu bringen. Ich würde noch mal vielleicht einsteigen in die erste Runde, indem Sie selber sich kurz vorstellen können mit Ihren besonderen Schwerpunkten, die Sie in Ihrer Aktivität entwickeln und durchaus eben auch ein bisschen den Werbeblock nutzen, nicht, falls sich andere Leute dem anschließen wollen oder das kopieren wollen. Wenn wir das alphabetisch machen, dann wäre Herr Bannert der Erste. Herr Bannert. Kurzer Hinweis aus der Regie sozusagen. Die Diskussionsteilnehmenden müssten sich jetzt bitte selbst unmuten, also ihr Mikrofon anschalten. Wenn wenn Sie aus dem Publikum Fragen haben, bitte in den Chat schreiben. Danke. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sorry, habe ich vergessen, nicht? Wir machen ja jetzt erst eine kleine Diskussionsrunde unter uns. Vier und fünf, wenn Sie so wollen, und nachher sind Sie gefragt. Wenn Sie also Fragen haben, schreiben Sie die im Chat, sei es im Webinar oder im Livestream unter dem YouTube-Chat. So, Herr Bannert. Ja, vielen Dank, Herr Moosbrugger. Mein Name ist Volker Bannert. Ich habe ein extra NABU-Shirt angezogen. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich bin Vorsitzender des NABU Frankfurt. Ja, Sie haben nach den Schwerpunkten gefragt. Uns treibt vor allen Dingen halt auch der Rückgang der Insekten an. Und den sehen wir vor allen Dingen halt im landwirtschaftlichen Raum besonders stark. Da sind auch vor allem die Vogelarten besonders bedroht. Deswegen ist das mit einer unserer großen Schwerpunkte. Das ist allerdings natürlich mehr auf der politischen Ebene, weil da kann man ja selber, wenn man kein Landwirt ist, da nicht allzu viel machen. Aber da haben wir schon auch, glaube ich, einiges erzielen können. Dann sind wir natürlich auf ganz vielen Feldern aktiv, also vom Naturschutzbeirat halt über einen eigenen Garten, den wir pflegen und auch eine Blumenwiese angelegt haben mit 150 Quadratmetern, einen Teich angelegt haben. Wir haben über 3000 Mauersegler-Nistkästen oder Nistplätze in Frankfurt geschaffen. Wir haben Schwalbenkästen aufgehängt, wir betreuen die Wanderfalken, wir betreuen Schutzgebiete. Also wir sind auf sehr vielen Feldern unterwegs und ich begrüße das ausdrücklich, dass man jetzt auch sozusagen hier in Bockenheim nochmal versucht, da ein bisschen Leben in die Stadt zu bringen. Vielen Dank. Dann wäre Herr Dippel dran vom BUND. Ja, danke, Herr Moosbrugger. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist John Dippel vom BUND-Kreisverband Frankfurt. Ich halte mich kurz oder fasse mich kurz und sage nur schnell was über meine drei Schwerpunkte, die ich so sehe. Zum einen das Blumenwiesenprojekt, was ja schon erwähnt wurde in dem Impulsvortrag von Herrn Moosbrugger. Das läuft seit ca. 20 Jahren und wir legen jedes Jahr so 2 bis 3 Flächen neu an. Zum Beispiel letztes Jahr den Johanna-Tesch-Platz im Riederwald. Dann, dass der zweite Schwerpunkt von mir ist Naturgarten. Also ich habe selber einen Garten, den ich naturnah bewirtschafte und da auch schon langjährige Erfahrung habe und die auch für die BUND-Arbeit natürlich dann nutze. Und da mir nicht nur die künstlich geschaffenen Biotope am Herzen liegen, sondern auch das ursprüngliche Grünland, was wir noch haben, und das artenreiche Grünland in Frankfurt, bewirtschafte ich seit 10 Jahren eine artenreiche Streuobstwiese in Bergen-Enkheim. Ah, da, wo sie besonders schön entwickelt sind. Wunderbar. Genau. Die nächste Persönlichkeit wäre Frau Mirell von der Kirche. Ja, genau, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin froh, dass ich heute über unser Projekt sprechen darf. Mein Name ist Ina Mirell. Ich bin von der Klimaschutzinitiative Riedberg e.V.
Wir sind zusammen ein Team aus der Klimaschutzinitiative Riedberg und der IG Riedberg, was der Herr Moosbrugger schon gesagt hat. Und wir sind sehr froh, dass wir das Projekt in unseren Stadtteil tragen können. Wir beteiligen uns dabei daran, eine Streuobstwiese bei uns ökologisch aufzuwerten. Streuobstwiesen sind ja an sich schon ein ganz wichtiges Ökosystem. Diese Wiese, die hat 90.000 Quadratmeter und ist leider nicht sehr artenreich. Deswegen versuchen wir jetzt mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Senckenberg und aus dem Projekt FEDER diese Wiese erstmal in einem Ist-Zustand zu ermitteln, wie der Stand so ist, wie der Boden beschaffen ist. Und dann versuchen wir da mit ähnlichen Maßnahmen, wie es das Projekt Wildes Bockenheim in Bockenheim macht, über Blühwiesen und Insektenhotels, Vogelnistkästen und Totholz und solche Sachen, die Fläche aufzuwerten. Natürlich auch Sand- und Lehmbrütende Insekten, die werden ja oft vergessen, sind in diesem Projekt ja auch mit enthalten und wollen also die Artenvielfalt auf der Wiese nachweislich steigern. Und vor allen Dingen natürlich auch ein Bewusstsein bei uns auf dem Riedberg, bei den Bürgerinnen und Bürgern schaffen, also für Natur und Arten die Augen zu öffnen. Wir machen das über unsere Projektseite, auf die Webseite von unserer Klimaschutzinitiative und versuchen natürlich dann auch, wenn es dann um die Umsetzung geht, die Bürger mit zum Anpacken zu motivieren. Und das ist, wie Sie vielleicht auch merken, für uns ein Leidenschaftsprojekt, denn die Artenvielfalt, wurde ja hier auch schon gesagt, ist leider stetig am Sinken. Deswegen kann jeder Bürger und jede Bürgerin was tun, um das Konsumverhalten zu verändern oder eben auch in den privaten Gärten und auf den Balkons Platz für Insekten, Vögel und andere Tiere zu schaffen. Denn jede Fläche zählt. Das wissen ja nicht viele. Es gibt viele kleine Wildbienen, die nur wenige hundert Meter fliegen können. Und umso wichtiger ist es, dass alle quasi in Frankfurt mit anpacken und wir durch viele kleine Flächen eine gesamte Fläche schaffen können, Korridore schaffen können, in denen dann die Insekten auch in der Stadt einen Lebensraum finden. Das Projekt Wildes Bockenheim macht es, denn es trägt diese Idee in andere Stadtteile und da sind wir sehr dankbar und froh, ein Teil davon sein zu können. Aber es ist natürlich auch nicht nur die Wissenschaft und auch nicht die Bürger, sondern es ist natürlich auch die Politik gefragt. Das hat ja auch schon so ein bisschen mit angeklungen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Stadt Rahmenbedingungen schafft. Und zum Beispiel das Thema Versiegelung, was ja stark voranschreitet, seit den letzten Jahren auch wieder umkehrt, wieder bereit ist und Mut hat, Flächen zu entsiegeln, die Bemühungen für die ökologische Landwirtschaft stärker fördert und natürlich auch das große Problem Klimakrise konsequent angeht und schnell greifende Maßnahmen dafür anpackt. Genau, das wäre so meine Bitte auch noch an die Politik. Da diskutieren wir sicherlich nachher noch drüber. Ja. Immer. Vielen Dank. Ich steige mal ein mit der Frage nach Ihren Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben. Gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht. Also, weiß ich, man macht irgendwas mit dem besten Willen und hat alle guten Vorsätze und das, was man eigentlich erreichen will, erreicht man eben nicht. Das ist ein großes Problem bei vielen Großprojekten, die man hat, also FFH-Projekte oder auch andere EU-Programme. Insofern einfach auch an Sie jetzt mal die Frage, wie ist denn Ihre Erfahrung mit Ihren Projekten, die Sie haben? Da fange ich vielleicht mal mit Herrn Lippell an, der vielleicht das längste Projekt laufen hat. Oder, also ich würde durch alle mal durchgehen. Ach so, halt, wir haben die Frau Starke-Ottig vergessen, sorry. Unsere Wissenschaftlerin hier von Senckenberg, Frau Starke-Ottig, sorry, bevor wir einsteigen, erst noch Sie, klar. Ja, danke. Sorry, sind Sie los. Ja, mein Name ist Indra Starke-Ottig und wie gesagt, ich bin die Koordinatorin der Arbeitsgruppe Biotopkartierung bei Senckenberg, die seit 1985 im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Frankfurt die Frankfurter Stadtnatur und ihre Veränderungen insbesondere untersucht. Das heißt, unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Forschung, auf der Veränderung des Stadtgebietes, der Lebensräume und der Pflanzen haben wir einen großen Schwerpunkt und schauen uns aber auch ausgewählte Tiergruppen an. In die praktische Umsetzung kommen unsere Dinge dann in der Regel durch die Zusammenarbeit eben mit der Stadt Frankfurt. Also, dass wir in Gutachten Vorschläge entwickeln, Pflegepläne entwickeln und so weiter. Und eine besonders intensive und gute Zusammenarbeit hatten wir eben in den letzten 5 Jahren in dem Projekt Städte Wagen Wildnis, das ja auch Frau Heilig vorhin schon benannt hat, wo dann auch einige Maßnahmen eben umgesetzt werden konnten. Aber, wie Sie ja auch schon eben gerade angedeutet haben, nicht immer klappt alles. Also auch dort sind wir an Grenzen gestoßen, über die wir vielleicht heute im Laufe des Abends dann auch noch reden können. Prima, vielen Dank. Also nochmal Entschuldigung, dass ich Sie jetzt
kurzfristig übersehen hatte. Herr Dippel, wollen Sie vielleicht mal anfangen, kurz über Ihre Erfahrungen zu berichten, was funktioniert nicht? Ja, kann ich gerne machen. Also das ist natürlich über einen Zeitraum von 20 Jahren, macht das auch eine gewisse Entwicklung durch. Also manche Sachen, die am Anfang schlecht gelaufen sind, die wurden dann mit der Zeit besser, zum Beispiel die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt. Das war am Anfang sehr schwierig. Das wurde dann mit der Zeit eigentlich ganz passabel, kann man sagen. Wenn man in Frankfurt aktiv ist, auf den städtischen Flächen, dann darf man nicht erwarten, dass die Flächen jetzt über 20 Jahre völlig ungestört vor sich hin sich entwickeln können, sondern man muss eigentlich immer damit rechnen, dass da irgendwelche Bauarbeiten irgendwann mal stattfinden, sei es jetzt von der Mainova oder, keine Ahnung, zig Akteure, die da immer aktiv sind und die Arbeit, die man geschaffen hat, dann von einem Tag auf den anderen wieder vernichten. Also wir hatten zum Beispiel in Sachsenhausen den Bau der Linie 17, der mitten durch unsere schönsten Blumenwiesen gebaut wurde. Das war so der gravierendste Einschnitt. Und mittlerweile ist eigentlich das Problem, was wir sehen, eigentlich nur noch, dass die Pflege halt, das klang ja auch schon an in dem Eingangsvortrag, dass die Pflege der Flächen, obwohl sie mittlerweile Insektenwiesen heißen, noch nicht insektenfreundlich ist. Ja, das sind so eigentlich die Hauptprobleme. Also das wurde ja auch schon angesprochen, dass das Grünflächenamt ja mit Subunternehmern oder Subdienstleistern arbeitet, die alle irgendwie anders getaktet sind und andere Fähigkeiten oder Voraussetzungen mitbringen für solche Spezialpflegemaßnahmen, sodass es eigentlich nicht keine konstante Pflegesituation, geschweige denn optimal ist. Also es wurde ja auch schon angesprochen. In der Regel werden alle Wiesen in Frankfurt so im Juni auf einen Schlag weggemäht, auch in den größeren Parks, also Nidda-Park, Hutpark, Lohrpark. Und die Insekten haben dann überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Das könnte man alles wunderbar umgehen, indem man das einfach auf mehrere Termine verteilt, Stichwort Staffelmaat. Und natürlich brauchen die Insekten auch einen Überwinterungsplatz, also zumindest einige. Und da ist leider auch nicht viel vorhanden momentan auf den Insektenwiesen in Frankfurt. Mhm. Frau Schnake-Ottig, darf ich an der Stelle gleich Sie fragen, weil Sie ja die Entwicklung in Frankfurt auch seit geraumer Zeit beobachten. Haben Sie irgendwo feststellen können, dass sich durch solche Aktivitäten, wie Herr Dippel jetzt gerade beschrieben hat, oder eben auch NABU oder so, dass sich dabei oder auch die Aktivität Wiesen für Insekten, dass dadurch wirklich was besser geworden ist? Also wenn Sie jetzt Ihr Monitoring machen? Genau, also wir können durch das Monitoring sicher belegen, dass Blühstreifen einen Effekt haben. Wir haben das Beispiel am Nordpark, da führt ja die Homburger Landstraße durch, die zu beider Seiten Blühstreifen hat, die, wie das John gerade schon beschrieben hat, leider eben noch nicht insektengerecht gepflegt werden. Trotzdem finden sich einige Wildbienenarten und auch Heuschrecken im ganzen Gebiet nur auf diesen Blühstreifen und nicht in der Landschaft drumherum. Das heißt, diese Flächen haben einen Effekt. Es ist gut, dass sie angelegt sind. Sie können aber ihr volles Potenzial noch nicht ausschöpfen aufgrund der noch nicht angepassten Pflege. Wenn das gelingt, könnten diese Flächen eben sogar noch besser werden. Aber es ist dort eben messbar, dass bestimmte Arten sich auf diese Bereiche konzentrieren. Also, dass das wirklich was bringt. Prima. Wir kommen nachher so in der Schlussrunde für unseren Teil kommen wir nochmal drauf zurück. Was wäre denn der Wunsch? Was hätten wir gerne an Unterstützung für unsere Aktivitäten? Gehen wir mal zu Ihnen noch, Herr Bannert. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Und dann gehen wir noch auf die jüngste Initiative zur Kirche. Ja,
Ja, die sind im Prinzip so, wie meine Vorredner schon gesagt haben. Es gibt durchaus Positives zu vermelden. Also auch gerade im landwirtschaftlichen Bereich, muss ich sagen, gibt es immer mehr solcher Blue-Streifen, die angelegt werden von den Landwirten. Ist ja immer so ein bisschen umstritten, ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber ich denke, es bringt auf jeden Fall was. Jeder Meter, der da sozusagen als neuer Lebensraum angeboten wird, der wird auch angenommen. Das merkt man dann auch bei den Vögeln. Aber auch in der Stadt finde ich das jetzt, ich sage jetzt mal in den Parkanlagen, vorhin wurde der Nitterpark angesprochen, da gibt es jetzt zunehmend auch größere Wiesenflächen, die jetzt eben nicht mehr ratzeputz abgemäht werden, zweimal die Woche, ja, sondern die werden dann stehen gelassen und das finde ich schon gut. Andererseits ist es manchmal halt einfach auch irgendwie unbegreiflich langsam, wie lange das dauert, bis dann irgendwelche Maßnahmen endlich durchgesickert sind. Also zum Beispiel in der Nitter, da habe ich mich jetzt schon drüber gefreut, dass man da die Stauden stehen lässt, dass man da nicht immer bis runter an das Wasser alles abmäht. Aber dann fängt man wieder im Herbst an und mäht wieder alles ab, obwohl das natürlich dann eigentlich die Überwinterungsflächen wären für die Insekten. Ne? Also das ist halt einfach ein langer Prozess, den wir auch versuchen, dann eben auf der politischen Ebene immer weiter mit zu begleiten. Also im Grünflächenamt sprechen, im Naturschutzbeirat immer wieder ansprechen, damit dann doch irgendwie langfristig dann doch was passiert. Wir beobachten ja andererseits durchaus auch, dass auch immer mehr Organismen, die normalerweise nicht in einer Stadt zu finden wären, sich in die Stadt vorwagen, bis hin zu Wildschweinen und solchen Tieren. Mhm. Ist das eine Begleiterscheinung eines Rewilding oder ist es eine Begleiterscheinung, dass in der Stadt natürlich nicht gejagt wird, dass es viel Abfälle gibt und damit eben einfach, sage ich mal, auch ein ordentliches Nahrungsangebot ist? Bin ich jetzt gefragt? Ja. Ja, gut. Also soweit ich es weiß, war das ja so eine Entwicklung, die man schon seit längerer Zeit beobachtet hat. Einfach dadurch, dass drumherum die ganzen Flächen immer Arten oder sagen wir mal von der Nahrung her immer weniger geboten haben. Und dann witzigerweise die Städte mit ihren Brachflächen in der Tat mehr Lebensraum und mehr Nahrung boten als eben drumherum. Jetzt hat das natürlich einen enormen Druck erfahren, dadurch, dass jetzt die Städte jeden Quadratmeter zubauen und jetzt müssen die Tiere sich natürlich neuen Lebensraum suchen, was jetzt natürlich schwierig wird, wenn das Umland entsprechend auch intensiviert wird und ja, dann letztendlich alles verloren geht. Ja. Also es ist so ein bisschen von beiden, also gerade wenn Sie sagen mit dem Jagddruck, das ist definitiv der Fall. Also Berlin ist ja zum Beispiel die Stadt mit der höchsten Habichtdichte in ganz Deutschland. Ja. Den würde man eigentlich irgendwo im deutschen Wald suchen, aber nee, den findet man in Berlin sozusagen sehr gut, weil er dort eben praktisch gar nicht bejagt wird. Ja, dort kann man dann wunderbar einen sehr scheuen und sehr seltenen Vogel sehen, während dessen normalerweise draußen eigentlich im Wald leben müsste. Frau Mirel, an Sie hätte ich jetzt mehr so die Frage, Sie haben ja eine neue Initiative gegründet auf dem Riedberg, eine sehr internationale Population, relativ jung, gemischt. War das schwierig, so eine Aktivität ins Leben zu rufen in so einem Umfeld, wo, sage ich mal, die jungen Powermenschen sitzen, die alle voll eingespannt sind, Kinder haben, beide berufstätig? Wie reagiert das Umfeld oder hat das Umfeld reagiert auf Ihre Kircheninitiative? Ja, also das Umfeld oder der Riedberg selber ist so unser Eindruck, der reagiert da sehr gut drauf. Wir haben gerade, weil der Stadtteil ein sehr junger Stadtteil ist mit vielen jungen Familien, mit Kindern, ist natürlich auch das Thema Familien und wie trage ich an die Kinder das Thema Klimaschutz und in dem Fall jetzt auch Naturschutz irgendwie ran, bei uns jetzt, oder da stoßen wir auf offene Türen. Viele, viele Bürgerinnen und Bürger signalisieren uns, wenn wir Kontakt haben, dass sie das toll finden, dass es uns jetzt gibt. Und wir sind ja seit November jetzt ein eingetragener Verein, ein gemeinnütziger, haben jetzt auch schon sehr viele Mitglieder bekommen. Wir organisieren uns ja in Arbeitsgruppen, haben mit einem Koordinationsteam oben drüber sozusagen und sind also da stetig am Wachsen. Deswegen sind wir zwar noch sehr jung, aber ich glaube, für die kurze Zeit, die es uns schon gibt, haben wir schon ziemlich viele Projekte auf den Weg gebracht. Und auch mit der Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat oder mit den Ämtern
haben wir so den Eindruck, laufen wir offene Türen ein, weil das Thema vielleicht auch durch Corona jetzt noch viel, viel mehr ins Bewusstsein rückt. Und deswegen, ja, also für uns ist es bis jetzt ein sehr, sehr positives Arbeiten. Und im Ehrenamt natürlich fordert es viel heraus. Jeden Abend, die Nachtschichten stehen da an, aber es macht Spaß und es macht ja auch Sinn für uns alle. Genau. Also ein Mutmach-Plädoyer, Ihnen nachzueifern oder zu sagen, gut, auch ich kann es schaffen, in anderen Stadtteilen so eine Initiative zu gründen, die dann sich einfach auch ganz gezielt hier um den Stadtteil kümmert und sich dafür einsetzt, dass eben naturgerechte und wildnisgerechte Entwicklung stattfinden. Ich denke, wir gehen einfach, um unsere Diskussion nicht zu lang hin sich entwickeln zu lassen, gehe ich gleich mal zu der wichtigen Frage, was wünschen wir uns denn? Also wenn Sie jetzt an Ihre Erfahrungen denken, wir hatten ja einige kritische Punkte schon gesagt, also Fazit habe ich jetzt so wahrgenommen, nicht? Insgesamt sieht man eine positive Entwicklung, es gibt mehr und mehr Leute, die sich dafür interessieren, man wird nicht mehr nur schräg als irgend so ein verrückter Schmetterlingssammler abgetan oder so, sondern man nimmt das Thema mehr und mehr ernst und man sieht auch eine Verbesserung, so, aber eben, ich habe jetzt wahrgenommen, Konstanz fehlt, nicht? Man hat eine Maßnahme, dann kommt plötzlich da eine Trasse durch oder irgendwie solche Dinge und die Pflegemaßnahmen sind nicht wirklich Insekten, Wildnis, naturgerecht. Vielleicht machen wir mal so ein bisschen ein Summary von Desideraten, die wir irgendwie in der Politik, in den Ämtern gerne platzieren würden und wo wir uns vielleicht gemeinsam auch überlegen können, wie könnte man denn da ein Konzept entwickeln, wie wir dem mehr Nachdruck verleihen können. Herr Dippel, wollen Sie wieder anfangen? Ja, zu dem, was ich bereits gesagt hatte, kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass wenn ich an Artenvielfalt denke, dann fallen mir eigentlich in erster Linie unsere Naturschutzgebiete in Frankfurt ein. Und da stellt sich mir die Frage, ob die groß genug sind und ob die überhaupt richtig vernetzt sind oder ob die komplett isoliert sind. Also Biotopvernetzung, das wäre was, was ich quasi für die Zukunft mit einer hohen Priorität gerne sehen würde. Und wenn man dann von dem Außenbereich in den Innenbereich kommt, dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass quasi jeder vor seiner Haustür ein Naturerlebnis haben kann. Vielleicht hat es dann auch den schönen Nebeneffekt, dass unsere noch vorhandene Restnatur in den Naturschutzgebieten dann auch weniger überlaufen ist, wenn man das alles vor seiner Haustür erleben kann. Also zumindest zu einem gewissen Grad. Frau Starke-Ottich, an der Stelle vielleicht gerade auch in Response zu der Frage von Herrn Dippel, wie ist denn die Biotopvernetzung, die Größe der kleinen Naturschutzgebiete? Können Sie da aus wissenschaftlicher Sicht einen Kommentar dazu abgeben? Ja, Naturschutzgebiete haben natürlich das Problem, sie grenzen an etwas anderes an, was kein Naturschutzgebiet ist. Und da gibt es Randeffekte. Das heißt, ein gewisser Bereich des Naturschutzgebietes ist immer beeinträchtigt durch das, was drumherum ist. In den wenigsten Fällen gelingt es, eine ausreichend große Pufferzone durch ein Landschaftsschutzgebiet zum Beispiel drumherum zu haben, dass es dem Naturschutzgebiet gut geht. Es wird empfohlen, dass Naturschutzgebiete mindestens 50 Hektar groß sein sollten, damit sie eben ausreichend abgepuffert sind. Aber wir sind natürlich in einem Ballungsraum und in einer Großstadt, wo das ganz schwierig ist, wo natürlich jeder Meter umkämpft ist für Bauen und Verkehr und Natur ist eben auch etwas, was wir da haben wollen. Aber da kann man natürlich von Großschutzgebieten können wir natürlich nicht planen in der Stadt. Aber es stimmt schon, dass einige Gebiete in Frankfurt sehr klein sind und dass es einigen eben an Pufferzone da auch fehlt und dass das negativ sich auf das Naturschutzgebiet selbst dann auswirkt. Haben wir denn genügend Überblick über das, was sich bei uns verändert, nicht? Also wenn man die Kritik vorhin nimmt, nicht? Man pflegt irgendwas und dann wird da plötzlich eine Trasse drüber gelegt, dann ist die Arbeit erstmal kaputt, an einer anderen Stelle entsteht was Positives. Also weiß ich, Blick von oben auf die Stadt Frankfurt, jetzt nicht nur auf einzelne Flächen bezogen, sondern integrativ, wird es denn insgesamt besser?
Oder müssen wir eigentlich fordern, wir brauchen für Natur wirklich mehr Flächen? Ja, also besser wird es leider nicht. Bisher wird es eher schlechter. Insbesondere auch Brachflächen, die für ganz viele Arten eine wichtige Funktion haben, werden immer weniger. Viele Tiere können oder auch Pflanzenarten können gut damit umgehen, dass Brachen nur ein temporärer Lebensraum ist oder sind, die nach einigen Jahren wieder verschwinden. Aber wenn die verschwinden und an anderer Stelle keine neuen entstehen, dann ist es natürlich ein Problem, wenn die Ausgleichsflächen dafür fehlen. Und das ist etwas, was wir beobachtet haben in den letzten 20 Jahren, dass große Brachen einfach weniger geworden sind, kaum noch vorhanden sind durch Nachverdichtung und so weiter. Also etwa, was es um den ehemaligen Güterbahnhof und den Hauptbahnhof um Frankfurt herum gab, das, so, um das Messegelände, um den Osthafen und so weiter. Da gab es sehr artenreiche Lebensräume, die jetzt bebaut sind, aber es ist nicht an anderer Stelle etwas Entsprechendes nachgekommen, sondern nur noch mehr Bebauung. Also da müssen wir auf jeden Fall überlegen, wie in Zukunft damit umzugehen ist, weil momentan ist die Entwicklung aus Biotopsicht eigentlich negativ in erster Linie. Und kann man das quantifizieren oder ist es eher qualitativ? Nicht, also ich sage das jetzt vor dem Hintergrund, dass natürlich die politische Macht wächst, je eher ich Zahlen dokumentieren kann. Nicht? Also wenn ich sagen kann, weiß ich, CO2 ist von 280 ppm auf über 400 jetzt angestiegen, hat das eine andere Wirkung, als wenn ich einfach sage, es ist angestiegen. Nicht? Und so hier auch die Frage, kann ich das irgendwie quantifizieren? Wir arbeiten dran. Also wir haben da ein Projekt in Vorbereitung, zu versuchen, den Rückgang für die letzten Jahrzehnte oder anders gesagt die Zunahme der Versiegelung in Frankfurt wirklich in gute Zahlen zu bringen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen mit der Auswertung. Aber wir versuchen das zu quantifizieren, ja. Ich weiß nicht, wer jetzt diese Frage vielleicht noch beantworten will. Sie haben das ja auch gerade auch angesprochen, Frau Starke-Ottig, die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, nicht? Also die sehen ja eigentlich vor, ich zerstöre an irgendeiner Stelle Natur und dann muss ich gewissermaßen substituieren an einer anderen Stelle. Und ganz offensichtlich funktioniert dieses System ja nicht wirklich, nicht? Sondern das ist vielleicht gut gemeint, aber funktioniert nicht wirklich gut. Da würde mich einfach mal interessieren, ob es da Erfahrungen gibt, weiß ich, Herr Barnard oder Frau Starke-Ottig oder wer auch immer sich dazu äußern will. Wie sind denn die Ausgleichsmaßnahmen, die wir machen? Herr Barnard, wollen Sie? Ja, gerne. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt eben auf die konkrete Maßnahme an. Ich glaube, Sie haben alle einen systematischen Fehler, nämlich den der Zeit, die verloren geht. Also wenn man jetzt eine Fläche zerstört, dann dauert das eben sehr lange, bis eine neue Fläche dann die Qualität wieder hat, die man eigentlich zerstört hat. Und wenn das eben sehr viele Flächen sind, dann verliert man über die Zeit sehr, sehr viel. Und das ist, glaube ich, mal ein schwieriger Punkt. Und der andere ist, dass dann häufig die Ausgleichsflächen selber wieder Opfer wieder von neuen Baumaßnahmen werden, sodass dann der eigentliche Ausgleich dann auch wieder ausgeglichen werden muss. Und das ist natürlich dann irgendwann, ich sage jetzt mal, auch für Umsiedlung, man hat ja teilweise dann irgendwelche Tierarten umgesiedelt, ist das natürlich letztendlich der Tod. Also insofern kann man schwer jetzt sozusagen pauschal über alle Ausgleichsmaßnahmen sagen, das funktioniert gar nicht. Aber insgesamt muss man einfach, glaube ich, schon sehen, dass das schon schwierig ist. Also ich habe die Frage auch von dem Hintergrund gestellt, dass ich eine Studie kenne, vielleicht gibt es mehrere, die deutlich macht, dass die Ausgleichsmaßnahmen auch deswegen nicht ordentlich funktionieren, weil sie nicht ordentlich überwacht werden. Also man macht einer Baumaßnahme eine Auflage, es wird aber nicht ordentlich gemonitort, ob tatsächlich die Auflage auch genau in der Qualität umgesetzt wird. Also weiß ich, man pflanzt halt einmal ein paar Bäume, kümmert sich aber dann nicht darum, ob die auch wirklich anwachsen oder nicht und solche Dinge nicht. Also das könnte schon auch noch ein weiterer Faktor sein. Also der Zeitverlust ist sicher ein Thema.
aber eben, also zumindest war das eine Studie, ja, die das so nahegelegt hat. Aber da würde ich ganz gern sozusagen auf einen anderen Punkt anspringen, der da in dem Zusammenhang steht, nämlich dass mir eigentlich, also wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die Bedeutung, die wir der Natur zumessen, sozusagen auch repräsentiert wird durch Mitarbeiter in den Behörden. Und das ist momentan meiner Ansicht nach nicht so der Fall. Wir fordern immer ganz viel von den Behörden. Es muss überwacht werden, es muss was angelegt werden, es muss geschaffen werden. Aber das müssen ja auch alles Menschen sein, die das machen. Und da sehe ich, also das hat man jetzt auch während Corona gesehen, zunehmend eben Probleme, dass wir enorm viele Anträge seitens der unteren Naturschutzbehörde zu bewältigen haben. Und da gibt es aber nicht genügend Personal. Und dann zieht sich das über Monate hin und so weiter. Wir sind ja gerade in der Arbeit hier in Frankfurt, das sogenannte Biotop- und Nutzungs-Biotopen-Artenschutzkonzept zu entwickeln. Und auch dieses Konzept muss ja dann irgendwann, wenn es von der Politik beschieden ist, dann in die Umsetzung gehen. Und dazu braucht es auch wieder Personal. Und deswegen wäre mein größter Wunsch vor allen Dingen an die Politik, dem eben Rechnung zu tragen und dann auch entsprechend Menschen mit entsprechenden Kenntnissen einzustellen, die das dann auch machen können. Frau Mirell, lief bei Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Klimainitiative Riedberg irgendwas schief, wo Sie sagen, das hat nicht nur zufällig jetzt einen Grund, sondern das ist irgendwo institutionell bedingt, wo man eigentlich was tun müsste? Also fehlt es Ihnen an Unterstützung, an Fördermitteln oder haben Sie das Gefühl, eigentlich kann man ganz gut aktiv werden, wenn man nur, sag ich mal, Leute begeistern kann? Also gibt es behördliche Einschränkungen, behördliche Probleme, wo Sie sagen, das wirkt eigentlich dem entgegen, nicht, wo Sie sagen, es ist für uns schwierig, auf öffentliche Flächen Zugriff zu haben oder so? Also ich glaube, wir als Kier steigen ja jetzt erst Schritt für Schritt in so politische Bereiche mit ein. Wir merken das aber natürlich in der Arbeit, die wir in unseren Arbeitsgruppen umsetzen, dass es so, wie der Herr Bannert schon sagt, in verschiedenen Ämtern ja an Personal mangelt. Sei es halt jetzt beim Grünflächenamt, um ja bestimmte Themen umzusetzen. Wir sind jetzt auch bei der Wiese jetzt schon an den Punkt gekommen, dass wir gefragt haben, ob wir über die Maat mal reden können, was die zeitliche Abfolge angeht. Und dann natürlich schon direkt ja so ein paar Pünktchen in die E-Mail reinrutschen und ein kleines Schweigen dann eintritt. Und also das sind sicherlich Themen, wo jetzt gar nicht unbedingt die Mitarbeiter selber sagen, dass sie da nicht gedanklich mit uns sind, aber dass einfach die Strategie der Stadt an dem Punkt noch nicht so weit ist, das einheitlich für die ganze Stadt vielleicht zuzulassen, dass da auch neue Ideen Platz finden. Ich arbeite, oder wir, einige von uns in den Arbeitsgruppen, sind auch beim Klimaentscheid mit engagiert, der sich stark macht und im Moment gerade Forderungen formuliert, um unsere Stadt Frankfurt ja, also in Richtung Klimaschutz besser voranzubringen. Und auch in der, also in der Arbeit haben wir mit verschiedenen Ämtern schon Kontakt oder Zusammenarbeit getätigt. Und auch da ist eigentlich schon klar geworden, dass zum Beispiel auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien von öffentlichen Gebäuden Ressourcen fehlen. Also es ist nicht immer nur, sag ich mal, das Grünflächenamt. Wir haben das auf verschiedenen Bereichen, ja, auch das ganze Stadtplanungsamt, Bebauungspläne, die, wo die Bereitschaft da sein muss, diese Bebauungspläne zu ändern und Umweltschutz, Klimaschutz da zu verankern. Da ist so mein Eindruck im Moment, ist das doch, naja, dass es da, wie gesagt, nicht unbedingt der einzelne Mitarbeiter ist, der dann vielleicht sagt, dass er da nicht gedanklich und moralisch hinter uns steht, aber eben die ganze Institution, das gesamte Konstrukt, wo man das Gefühl hat, dass die, dass, ja, dass, die, dass es noch nicht angekommen ist, dass wir hier auf ein Problem zusteuern und ein Problem, was also ja ein sehr, sehr großes ist. Nicht nur also Klimaschutz, Artenverlust, gibt ja ganz viele Themen, die wir da schon angesprochen haben. Und das finde ich ein bisschen schade, dass wir jetzt in diesem Jahr, also dass wir im Jahr 2021, wo wir die Zahlen jetzt wirklich darstellen, wo wir stehen, irgendwie immer noch kein Umdenken in der Politik oder immer nur ein ganz langsames ja, zeigen sozusagen. Ja, aber also nicht, Sie haben natürlich recht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man natürlich immer sagen,
Die Politik macht natürlich auch das in einer Demokratie, was die Bevölkerung wählt und will. Nicht? Das heißt, offenbar haben wir alle, nicht genügend Druck ausgeübt und signalisiert, was wir eigentlich wirklich wollen. Nicht? Also deswegen kam ich vorher auch mit dem Begriff bei Diversity Mainstreaming. Nicht? Man muss dieses Thema als wirklich ein Thema der Bevölkerung so kommunizieren und dann reagiert die Bevölkerung eben auch. Ich fand das verblüffend, eben vor 2 Jahren war das, glaube ich, eben die Rettet die Biene-Aktivität der Bayern nicht. Da hat die Politik sofort reagiert, weil ja gar nichts anderes übrig blieb. Also insofern muss man den Ball an uns alle irgendwie zurückspielen. Und das bringt mich zu der letzten Runde, wo ich sage, ja, Sie können jetzt nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal einen Mutmachappell machen. Was sollen Sie denn tun, damit es besser wird? Wir machen es vielleicht wieder alphabetisch, Herr Banner. Okay, also ich meine, genau das, was wir schon gesagt haben, man kann eigentlich im Kleinen anfangen, also nicht warten, bis das große Konzept geschwungen wird und die allumfassende Lösung präsentiert wird, sondern zu Hause bei sich selber, wenn es nur irgendwie die 2 Quadratmeter neben dem Eingang sind oder der Blumenkasten oder irgendwie was Größeres, der Garten. Gibt viele Gärten, die könnten meiner Ansicht nach schon irgendwie noch ein bisschen mehr Leben bekommen. Ja, Steingärten angesprochen, aber das ist jetzt vielleicht das andere Extrem. Also ich finde, man kann viel im Detail machen, im Kleinen machen, ohne dass man es ins Große gehen muss. Und das würde auch schon sehr, sehr viel bringen. Herr Dippel. Ja, ich schließe mich da einfach an und werde vielleicht dann noch ein klein bisschen konkreter, was jeder Einzelne tun kann. Auf dem Balkon kann man auch heimische Wildpflanzen haben für Insekten oder die Insekten auch wirklich nutzen. Im Garten umso mehr. Man kann im Garten statt dem Rasen einen Kräuterrasen oder eine Wiese anlegen. Man kann Kleinbiotope anlegen wie Totholzhaufen, Totholzhecken, Laubhaufen, Steinhaufen zum Beispiel auch für Eidechsen oder Sandbeete wurden ja auch schon angesprochen, für erdnistende Insekten. Dann kann man natürlich auch, wenn man Platz hat, Trockenmauern, Wasserstellen oder Mini-Teiche anbieten, damit im Sommer dann auch Wasserstellen zur Verfügung stehen. Und man kann natürlich auch die insektenfreundliche Pflege auf seinen eigenen Garten übertragen. Das heißt, möglichst schonend im Garten agieren und möglichst wilde Ecken haben im Garten. Und ja, genau. Ganz viel zulassen und ganz wenig eingreifen. Mhm. Danke. Schön. Ja, bedeutet für viele Deutsche eine Ungewöhnung, nicht? Ja, also ich denke, auch den Klimaschutz bezogen, wir sind nun mal die Klimaschutzinitiative Riedberg, ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur nach den anderen zu gucken, sondern zunächst bei sich anzufangen und auch zu verstehen, dass hier jeder seine Schwerpunkte hat, wo es einem leichter fällt und Schwerpunkte oder Themen hat, wo es ihm vielleicht nicht so leicht fällt, aber eben in erster Linie erstmal anzufangen und nicht zu warten, dass eben von außen was passiert, sondern jeder selber kann zu Hause in kleinen Schritten schon mal starten und versuchen zu gucken, zum Beispiel eben CO2 einzusparen, indem man mehr mit dem Fahrrad fährt und die Einkäufe eben nicht mit dem Auto transportiert. Zu dem Thema Wiesen und Natur zulassen, kann ich auch nur sagen, dass es, glaube ich, gerade bei uns auf dem Riedberg gibt es ganz, ganz viele Häuser, die den schnieken und geordneten und sauberen Garten haben. Und mir ist letztens im Garten aufgefallen, der war tippitoppi mit englischem Rasen und alle Hecken perfekt geschnitten. Und dann stand unter einem Strauch ein Igelhäuschen, wo ich mir so dachte, ja, der Igel, was soll der denn da drunter? Also sich dann auch so das Gewissen reinwaschen, naja, ich mache ja was für die Natur, weil ich jetzt ein Igelhäuschen aufgestellt habe, aber eigentlich gar nicht die Bedingungen drumherum schaffen, dass der Igel Nahrung findet. Oder die Nachbarn, die sich, weil sie die Exkremente des Igels auf der Wiese gefunden haben, einfach mit einer Falle bewaffnet haben, im letzten Jahr meine Nachbarn, und den Igel einfach weggefangen haben. Und der war bei mir im Garten und ich wundere mich, warum er nicht mehr da ist, und plötzlich ist er weg. Also, und dann kommt der Nachbar und sagt, ja, wir haben ihn weggefangen und haben ihn aus dem Feld rausgelassen, obwohl das Feld ja gar keine Nahrung bietet für den Igel. Also das sind so Dinge, die mich dann sehr ärgern und wo ich mir sage, es ist wichtig, dass sich die Menschen informieren und dass sie bereit sind, Wildnis zuzulassen. Denn nur durch diese Bereitschaft, dass
nicht mehr alles perfekt aussieht und wir den Bilderbuchgarten bei uns vor dem Haustür haben oder eben auch, ja, wie schon gesagt wurde, auch mal Gräser und Stauden stehen gelassen werden über den Winter, einfach weil ohne diesen Mut zur Wildnis oder das unordentlich sein, können halt wir den Insekten und den Tieren keine Möglichkeit bieten, noch zu leben in der Stadt. Besten Dank, Frau Starke-Otti. Wir haben das Schlusswort und dann gehen wir in unseren Chat und gehen noch ein paar Fragen aus dem Chat. Frau Starke-Otti. Ja, ich wollte erstmal noch sozusagen einen Schritt zurückgehen und ein bisschen eine Lanze brechen für die Mitarbeiter im Grünflächen- und im Umweltamt, mit denen wir seit vielen Jahren sehr lange und gut zusammenarbeiten. Da sind sehr kompetente und engagierte Leute, die aber zum Teil sich auch mehr Unterstützung aus der Bevölkerung wünschen, mehr Rückenwind für manche Projekte, wo sie aus der Politik eben Finanzierung brauchen, wo sie weitere Stellen brauchen und so weiter. Das heißt, die wünschen sich auch dieses Mainstreaming, dass eben mehr Leute das wollen, damit sie selber auch mehr umsetzen können. Also wir haben so ein bisschen vorhin ein bisschen abstrakt über die Ämter irgendwie gesprochen und da würde ich nur sagen, da sind durchaus auch Leute, die sozusagen auf unserer Seite sind und die unsere Unterstützung brauchen, mit denen gemeinsam wir was bewirken können. Ansonsten wurde ja schon vieles gesagt. Vorhin fiel auch mal das Stichwort englischer Rasen. Ich habe eine Weile in England Gartenführungen gemacht, bei denen ich ganz viel gelernt habe darüber, wie Engländer Gärten sehen. Da gibt es zwar den englischen Rasen, der funktioniert aber nur in seiner Wirkung, wenn auf der anderen Seite auch etwas Unordnung zugelassen wird. Bei uns Deutschen gibt es immer nur Ordnung neben Ordnung und langweilig. Und in England gibt es dieses Prinzip, dass Ordnung nur dann zur Geltung kommt, wenn es auch Unordnung gibt. Da dürfen dann Kräuter in Pflasterfugen wachsen. Da darf eine Rankpflanze den Formschnitt der Hecke überwachsen und so weiter. Und dadurch sind viele von diesen englischen Gärten sehr viel naturnäher unterm Strich und sehr viel artenreicher als viele deutsche Gärten, weil viele Engländer, das ist ja die Gartennation, die haben das schon begriffen. Und da können wir uns eigentlich ganz viel abschauen, dass man nicht nur Rose neben Rose setzt mit gefüllten Blüten, die für Insekten vielleicht nichts bringen, sondern dass man Rosen in ganz vielen englischen Gärten kombiniert sieht mit Fingerhut, einer einheimischen Art, die für Insekten wieder was bietet. Und da gibt es Gestaltungsprinzipien, da könnten wir uns ganz viel von abschauen, haben dann lebenswerte Gärten für Menschen, in denen sich der Mensch wohlfühlt, die attraktiv sind für den Menschen, aber trotzdem auch für Insekten, Vögel, Fledermäuse interessant sind. Und da könnten wir wirklich noch viel lernen. Das ist doch eine schöne Empfehlung. Wir lernen von den Engländern, Ordnung neben Unordnung zu setzen. Das kommt mir emotional auch sehr. Wunderbar. So, dann Julian, gehen wir mal in den Chat rein. Ja, also vielen Dank für die spannende Diskussionsrunde. Wir hatten jetzt auch nicht nur hier im Chat Fragen, sondern auch über YouTube. Wir haben ja auch gestreamt. Da kam unter anderem die Frage, wie Frau Starke-Ottig jetzt auch schon angesprochen hatte, die Bevölkerung. Und zwar, wie sollte der Rückhalt aus der Bevölkerung aussehen, den Sie jetzt gefordert haben? Frau Starke-Ottig. Ja, ich musste mich erst wieder freischalten, Entschuldigung. Das kann durchaus durch Anfragen passieren, die an die Politik gerichtet werden oder an die Ämter gerichtet werden und so, dass es eben sozusagen dokumentierbar ist, was die Bevölkerung möchte. Und zum Teil gibt es ja auch Mitmachprojekte, die man wahrnehmen kann, die man annehmen kann, die da angeboten werden seitens der Stadt. Aber vor allen Dingen eben dieses, dass man es zeigt, dass man möchte, dass etwas passiert. Und das kann man am besten tun, indem man ja entsprechende Anfragen zum Beispiel stellt. Es sind ja, wie wir auch schon gesagt haben, nicht nur die Bevölkerung in der Pflicht, sondern auch Unternehmen. Da kam jetzt die Frage, wie kann man zum Beispiel Frankfurter Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass sie auch im Hinblick auf das Allgemeinwohl auf den eigenen Betriebsflächen solche Sachen umsetzen. Gibt es dazu konkrete Pläne? Wer möchte darauf antworten? Also ich kann da gerne. Also am besten ist es, wenn man die Unternehmen anspricht. Also eine Kollegin von mir hat zum Beispiel bei der Nassauischen Heimstätte angefragt, ob man da auf deren Grünflächen was machen könnte. Und dann haben wir letztes Jahr in der Heimatsiedlung in Sachsenhausen gleich 1700 Quadratmeter Blumenwiesen angelegt. Also man muss da schon ein bisschen bohren, auch bei den. Ich glaube, die sind da schon relativ offen teilweise. Wobei es natürlich auch
man sollte alles halt auch von der Pflege her denken. Die müssen das dann halt auch hinterher betreuen können, solche Projekte. Es kam noch gerade die Frage rein, und zwar kann man sich jetzt auch bei konkreten Projekten von BUND oder von NABU, also verschiedenen Gärten oder Streuobstwiesen, auch beteiligen. Wie funktioniert das? Selbstverständlich. Ja, das geht am. Soll ich? Ja, John, willst du? Nein. Ja, okay. Ja, also dann, das geht einfach eine E-Mail schreiben, anrufen und dann sagen wir das, wo man sich beteiligen kann. Im Prinzip ist da alles offen. Ja. Also das hängt eigentlich eher an dem Einsatz der einzelnen Leute, wie weit sie sich einbringen möchten und können. Also es gibt ja auch immer die Homepage, wo dann die Kontaktdaten drauf sind. Vielfach sind ja auch die Projekte drauf skizziert, nicht? Ja. Aber ich finde das schon ein wichtiger Punkt, den wir jetzt von FEDA vielleicht auch ein bisschen aufgreifen können. Nicht, dass man irgendwie so eine Plattform auch bildet für Leute, die sich für das Thema interessieren und wo dann eine Liste von laufenden Projekten ist, die beim NABU, BUND, wo auch immer dann sind, sodass sie eine Plattform haben, über die sie sich informieren können. Ja. Aber Homepage ist auf jeden Fall immer eine gute Zugangsmöglichkeit. Oder eben Herrn Bannert oder Herrn Dippel eine E-Mail schreiben oder auch der Frau Möbel. Wir haben auch ein Mitmachformular, also ein Formular, wo man seine Interessen eintragen kann. Mhm. Bei uns auf der Homepage. Der kann das übrigens auch, darf ich sagen, nicht? Der NABU auch. Gut, gehen wir noch zur nächsten Frage. Ja, wir hatten noch eine Frage gehabt, und zwar zu Honigbienen und Imkern. Welche Rolle spielen die, wenn es um Insektenwiesen geht? Ja, die werden natürlich gern als Grund angegeben, warum man jetzt so eine Insektenwiese anlegen muss. Aber als Naturschützer bin ich da etwas reserviert. Das mag man mir nachsehen, falls irgendwelche Imker hier dabei sind. Aber tatsächlich sind Bienen halt Nutztiere, die halt nicht im Blickwinkel des Naturschutzes stehen. Also die müssen nicht geschützt werden. Die haben ihren Imker, und es gibt außerdem Studien, dass halt die Honigbienen auch in Konkurrenz zu Wildbienen treten, wenn sie halt in großer Zahl quasi vorkommen. Ja, ich würde noch eine Frage. Entschuldigung. Ich würde vielleicht gleichwohl noch mal ein bisschen für die Honigbiene aussprechen, nicht? Ich finde, die Honigbienen sind für Kinder und Jugendliche oder auch für Menschen interessant zu sehen, wie funktioniert Natur, also in dem Fall einfach Organismen, auch wenn man so will, Kühe sind, nicht? So fliegende Kühe sind, nicht? Genauso wie es eben, finde ich, auch Sinn macht, dass Familien auf einen Bauernhof gehen und sich mal anschauen, wie ein Bauernhof funktioniert. Ja. So finde ich, ist es schon auch wichtig, dass man eben sieht, wie funktionieren Bienen und wie wird Honig gemacht. Also dieses Kommunizieren, wie wichtig Natur ist, ich glaube, da spielen Bienen, also auch die Honigbiene, schon auch eine wichtige Rolle. Ja. Also diesem Biodiversity Mainstream, das man genannt hat. Würde ich auch so sehen, ja. Würde ich auch so sehen. Es gibt ja auch in Frankfurt im Stadtgebiet recht viele Kleingärten, zum Beispiel. Wo sehen Sie jetzt das größte Potenzial im Stadtgebiet, um Biodiversität zu fördern und das voranzutreiben? Frage an alle. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Was zu fördern? Also Biodiversität, also den Schutz der Biodiversität im Stadtgebiet. Was ist da jetzt das größte Potenzial, wenn man jetzt zum Beispiel Kleingärten sich anschaut oder Grünflächen? Also zunächst mal würde ich fast vermuten, es sind die Flächen von großen Firmen. Nicht? Weil die halt, sag ich mal, technisch gepflegt werden. Die haben Betretungsverbot, also auf denen wird nicht gespielt. Die haben keine große Fremdnutzung, nicht? Also ich könnte mir vorstellen, große Firmen, im Mainova habe ich gesehen, irgendwo im Chat ist genannt oder so. Ich glaube, da ist schon ein großes Potenzial. Also wo man nicht unmittelbar mit anderen Nutzungsarten dann gleich in den Konflikt kommt. Aber das Thema, was Herr Bannert vorher angesprochen hat, nicht auch die ganzen Gärten,
nicht, die halt an vielen Stellen sehr, sehr pflegeleicht nicht gestaltet sind. Also ein Senckenberger hat mal ein wunderbares Buch gemacht, Gärten des Grauens. Das können Sie mal im Internet googeln. Da fallen Sie um, wenn Sie diese Gärten des Grauens sehen. Nicht? Ja. Also das möchte ich mir lieber nicht ansehen. Aber ich würde sagen, ein großes Potenzial ist sicher halt auch im landwirtschaftlichen Raum. Ja. Also das ist teilweise schon einfach sehr schlimm, wenn man da spazieren geht, was das halt eben... ja, mittlerweile halt für eintönige Flächen geworden sind, ohne jegliches Leben. Und da müsste man eigentlich ganz, ganz viel machen, finde ich. Ja, dass halt einfach sozusagen wieder die Randstreifen entstehen, die früher eigentlich üblich waren. Ich weiß noch ganz, ganz, als kleiner Junge, da habe ich Schmetterlinge gezüchtet. Und da habe ich mir meine Raupen immer am Feld geholt, weil es da halt immer größere Brennnesselstreifen gab. Die sind heutzutage aber verschwunden, die gibt es nicht mehr. Die werden einfach ratzeputz abgemäht und dann war es das. Also wie sollen sich Schmetterlinge vermehren, wenn ihre Futterpflanze nicht mehr da ist, wo die Raupen sich ernähren sollen? Ne? Also das Potenzial sehe ich vor allen Dingen halt schon auch im landwirtschaftlichen Raum, weil das einfach auch große Flächen einnimmt. Also in der Gesamtbilanz ist ganz klar, ist natürlich die landwirtschaftliche Fläche, die macht 50% der Fläche in Deutschland aus. Nicht? 50% der Fläche in Deutschland ist landwirtschaftlich genutzt und 30% sind Forst und der Rest ist dann irgendwie Infrastruktur oder was. Frau Starke-Ortig, Sie haben sich gemeldet, habe ich gesehen, und die Frau Mirelle meldet sich. Genau, ich glaube, die Frau Mirelle war noch vor mir. Gut. Danke. Genau. Ja, also das zu dem Thema Landwirtschaft, da würde ich direkt mit einsteigen. Auf dem Riedberg gibt es ja auch ganz viele Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Und da wurden jetzt auch Blühstreifen an den Rändern mit eingerichtet, was natürlich super ist. Aber was hat man davon, wenn die Blühstreifen dort wachsen und gedeihen und direkt daneben werden die Herbizide und Pestizide ausgekippt und dann ist auch dieser Blühstreifen am Rand eigentlich abgestorben. Und deswegen... hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, sind da natürlich auch die Bemühungen für eine ökologische Landwirtschaft notwendig, um das natürlich auch die Auswirkungen, die diese Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft dann zum Beispiel auch auf Blühflächen hat, die man innerhalb der Städte einrichtet und die dann angrenzen. Also diese Gifte werden ja auch auf die Wiesen mit verteilt und haben dann eben auch Auswirkungen auf die Insekten, für die eigentlich Platz geschaffen wurde. Und also Landwirtschaft, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie schon gesagt wurde. Frau Starke, okay. Ja, zu den Firmengeländen wollte ich nochmal eingehen. Da wurde vorhin ja nur gesagt, am besten funktioniert es, man geht auf die Leute dort zu. Und da gibt es auch viele gute Beispiele, dass man da was bewirken konnte, indem Einzelpersonen aus dem Naturschutz mit Einzelpersonen irgendwie aus der Industrie oder so, die sich gut verstanden haben, eine Kommunikationsebene gefunden haben und dann Projekte umgesetzt haben. Da gibt es ganz tolle Beispiele. Trotzdem könnte man da meines Erachtens nach auch noch sehr viel mehr erreichen durch gesetzliche Regelungen und Vorgaben. Wenn ich mir anschaue, was für riesige Parkplätze zum Beispiel der Industriepark Höchst hat oder sowas, muss das heute alles noch versiegelt sein? Oder kann man das nicht mit einer anderen, seien es Rasengittersteine, die zumindest noch ein gewisses Leben erlauben, machen? Oder könnte man diese Flächen nicht zusätzlich nutzen, indem man dort Photovoltaikanlagen anbringt, die noch dazu Beschattung für die Autos schaffen und gleichzeitig dort Strom vor Ort produzieren, der dann ohne lange Leitungen durch die Landschaft gleich genutzt werden könnte? Also warum dürfen die das alles noch so machen, wie sie wollen? Warum haben wir da nicht mehr Regelungen von oben? Solche Dinge, die ja doch, wie soll man sagen, wenig kritisch sind eigentlich, mehr vorzuschreiben, wenn so etwas neu gebaut wird. Also da würde ich mir noch mehr tatsächlich Vorgaben wünschen, dass es eben nicht nur gut will des einzelnen Firmeninhabers ist, etwas umzusetzen, sondern dass es da durchaus auch noch mehr Verpflichtungen gibt. Ja. Und deswegen sitzen wir auch zusammen, nicht? Damit wir so ein bisschen eine Bewegung erzeugen können, die auch entsprechenden Druck und die Ideen einbringt. Nicht? Jetzt gab es gerade noch eine Wortmeldung von jemand, habe ich gehört? Ne, gut. Julian, hast du noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt auch im Hinblick auf die ganze Stadt Frankfurt. Jetzt gibt es ja auch Fördermöglichkeiten von der Stadt, was Gebäudebegrünung angeht. Nur so als Beispiel, was wäre jetzt Ihre Version für eine biodiversitätsfreundliche Stadt für Frankfurt? Also was würden Sie sich generell jetzt wünschen? Wie soll das auch aus den vernetzten Grünflächen zum Beispiel längere Grünstreifen durch Frankfurt durch oder auch begrünte Fassaden im Stadtkern?
Ja, auf, also wenn ich da als Erstes was sagen darf, also genau, das finde ich enorm wichtig, dass wir das Potenzial der Gebäude auch nutzen. Ja, das ist ja noch gar nicht so richtig angesprochen worden. Das bietet ja einerseits vor allen Dingen einen großen klimatologischen positiven Effekt der Kühlung hoffentlich. Das Wasser kann sinnvoller genutzt werden eben für Pflanzen, die an den Gebäuden wachsen und bietet dann auch wieder Tieren Lebensraum und Vögeln da Nahrung und so weiter. Also die ganze Kette. Ich glaube, da müssen wir nochmal enorm viel oder enorme Anstrengungen machen. Da gibt es ja andere Länder, die da viel, viel weiter sind. Ja, da müssen wir uns einfach irgendwie, würde ich mir wünschen, dass man mal so eine Art Pilotgebäude in Frankfurt umsetzt, ja, mit natürlich Förderung, weil das wahrscheinlich sehr viel Geld kostet. Aber irgendwie finde ich, kann es nicht sein, dass wir die Hochhausstadt Europas sind und wir haben nicht ein einziges Gebäude, was da auch nur ansatzweise in dieser Richtung entwickelt ist. Ansonsten würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir weniger Platz für Autos verschwenden im Stadtkern, ja, dass wir sozusagen diese Flächen, die da versiegelt sind, dass wir da auch wieder mehr begrünen, damit halt einfach diese Überhitzung, die wir vor allen Dingen im Sommer haben, dass wir die dadurch ein bisschen abmildern können. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam vielleicht zum Schluss, oder? Genau, dann hätte ich vielleicht abschließend noch eine Frage dazu, die kam jetzt hier auch im Chat, jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl zum Beispiel. Wie würden Sie jetzt Ihre Prognose abgeben? Gibt es Potenzial, dass sich etwas ändert, auch mit einer stärkeren grünen Fraktion? Jetzt werden wir politisch, müssen wir. Wer will sich äußern? Naja, also zunächst einmal nicht, haben die Grünen natürlich insgesamt, also jetzt die Partei der Grünen, schon dieses Thema Klima und biologische Vielfalt stärker im Programm als die anderen Parteien, nicht? Aber keine der Parteien wird allein regieren können. Insofern wird es immer davon abhängen, welche anderen Koalitionspartner letztlich da mit im Boot sind und was die bereit sind mit zu tolerieren. Und da hängt es wieder davon ab, welche Klientel eigentlich sich bei welcher Partei verortet, nicht? Und da müssen eben die Zielkonflikte ausgehandelt werden, nicht? Und deswegen denke ich, ist es eben wichtig, dass dieses Thema Biodiversität letztlich bei allen Parteien als eine Lebensgrundlage verstanden wird. Nicht so wie jede Partei natürlich auch sagt, wir wollen ja dafür sorgen, dass alle Leute anständig leben können, ordentliche Bildung haben und Gehälter beziehen. Aber so muss eben auch sichergestellt werden, dass die Lebensgrundlage, die eigentlich substanziell ist, nämlich die Natur für alle irgendwo ausreichend zur Verfügung steht. Und mein Eindruck ist schon, dass insgesamt das ist ja auch in unserer Diskussion eigentlich deutlich geworden, dass insgesamt die Wahrnehmung, wie wichtig Natur für uns ist, wächst in allen Köpfen. Also wir gucken, auch wenn nicht die Zukunftsszenarien immer so ein bisschen düster sind, gucken wir vielleicht trotzdem optimistisch in die Zukunft. Ich bin so ein geborener Optimist. Haben wir noch Fragen, Julian, oder... Also wir sind jetzt 18:54, sonst hätte ich gesagt, gehen wir so langsam in den Feierabend hinein. Es gab noch eine Frage, und zwar, wenn es um Pestizide geht. Da ging es darum, ob die Landwirte nicht aufgefordert werden, nur abends oder nachts zu spritzen. Oder ob das auch irgendwie überprüft wird. Also da wären wir nochmal bei Maßnahmenüberprüfung generell. Mhm. Wer kennt sich da aus? Ob es das auf Tag oder Nacht, das kann ich nicht sagen. Grundsätzlich ist eben das Thema Überprüfung, ist ja vorhin schon mal gefallen, dass das bei allen möglichen Maßnahmen und so weiter einfach an Personal mangelt. Dann haben wir noch das Problem, die untere Naturschutzbehörde hat keine Bußgeldstelle oder sowas, wo Umweltvergehen quasi abgerechnet werden könnten oder sowas. Auch da fehlt es eigentlich an Personal und so, weil wir in Deutschland eigentlich ein wunderbares Bundesnaturschutzgesetz haben, das viele Dinge regelt, aber zum Teil kommen manche Dinge dann nicht in praktische Umsetzung, beziehungsweise wenn es Vergehen gibt, können die gar nicht richtig geahndet werden, weil ja die Verwaltungsmöglichkeiten dafür fehlen. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, ich glaube, an allen Fronten gibt es einiges zu tun. Ich denke, das hat ja die Diskussion auch deutlich gemacht.
Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Zunächst einmal die vier Diskutantinnen und Diskutanten, dass Sie aus Ihren Erfahrungen hier berichtet haben. Ich denke, da sind viele Punkte dabei, wo man Lehren draus ziehen kann. Also wir jetzt von der FEDA und von Senckenberg werden daraus schon versuchen, irgendwie ein aggregiertes Konzept zu entwickeln, wie man eigentlich weiter vorgehen kann, um eben gerade, wir reden jetzt hier primär von der Stadt, nicht? Also gar nicht mal von den 50% landwirtschaftlichen Flächen, sondern mehr von den städtischen Flächen. Wie kann man hier auch mehr Biodiversität unterbringen? Ich glaube eben, es ist wichtig auch, dass es als Mainstreaming bei der Bevölkerung ankommt, nicht, dass man tagtäglich Natur erfahren kann. Das ist ja mehrfach angesprochen worden. Ganz herzlichen Dank auch an Sie alle, die Sie mit dabei waren und mitdiskutiert haben. Ich finde es großartig, dass Sie sich dafür interessiert haben. Ich bitte um Nachsicht, wenn wir nicht alle Fragen im Chat jetzt beantworten könnten. Ich würde Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, die Sie gerne noch beantwortet hätten, dann schicken Sie uns die doch als eine E-Mail. Wir kümmern uns dann darum, dass Sie von kompetenten Leuten dazu eine Antwort bekommen. Sie müssen uns dann nur die E-Mail als E-Mail Ihre Frage kurz schicken. Das Einfachste ist wahrscheinlich, Sie schicken das an joachim.retzbach@senckenberg.de. Joachim.retzbach, R-E-T-Z-B-A-C-H, Retzbach, @senckenberg.de. Damit möchte ich schließen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie hier mit Optimismus rausgehen und das Gefühl haben, es lohnt sich, etwas zu tun. Ich denke, das ist an vielen Stellen deutlich geworden. Es ist sicher nicht ganz einfach, aber in der Gemeinsamkeit sind wir sicher deutlich stärker. Das ist auch eine der Aufgaben, die sich FEDA stellt, sage ich mal, diese verschiedenen Aktivitäten auch zu bündeln, um so einfach auch mehr, wenn Sie wollen, Energie auf die Straße zu und damit auch in die Politik zu bekommen. Bleiben Sie also gerne in Kontakt mit uns. Wenn Sie an irgendeiner Stelle mitarbeiten wollen, richten Sie sich direkt an die betreffende Einrichtung oder Sie können es auch an uns schicken und wir leiten das dann entsprechend weiter. Ich hoffe, wir bleiben in irgendeiner Form in Kontakt und es wäre großartig, wenn aus dieser Veranstaltung ein bisschen Motivation, aber auch Aktivität neu entstehen würde. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und wir tun unser Bestes für eine gute Zukunft unserer biologischen Vielfalt. Alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.